Ja, André Heim, mit 3-4 verliert er das letzte Quali-Spiel heute gegen Genf Servette. Knappe Geschichte gesehen, in einem doch speziellen Spiel heute. Ja, auf jeden Fall, wenn man denkt, eben, dass wir jetzt in den Playoff gegessen haben. Wir wollten sicher gewinnen, es war unser Ziel, die Quali gut abzuschließen. Du hast selber noch heute die dritte Saisontreffer geschossen, auf schönen Pass von Mason Raymond. Wie hast du den Treffer erlebt? Ja, eben, ich komme gerade von der Spielerbank auf Eis, sehe der Mason, wie er schön runterläuft. Und dann spielt er mit dem Pass und schießt, dann ist er drin. Schauen wir gleich noch ein bisschen gesamthaft auf die Partie von heute, das 3-4. Wie kann man das werten? Ja, es war ein normales Qualifikationsspiel. Man will sicher gewinnen. Also, ja, auch wenn wir jetzt gegen die Playoffs haben, ist es ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Ja. Wenn wir auf den Samstag schauen, Playoffs starten, was geht da in dir vor? Ja, sicher Vorfreude. Das ist das Schönste der ganzen Saison jetzt. Und wir werden sicher alles geben, dass wir einen Sieg holen können. Zuerst den ersten Sieg. Ja. Ja, Beat Gerber, Gratulation. Heute das 1000. Spiel in der National League. Bist noch geehrt worden vor der Partie. Wie war jetzt die Partie gewesen, die 1000. heute auf dem Bitz? Ich denke, es war ein spezielles Spiel für beide Mannschaften. Beide Mannschaften mussten nicht gewinnen. Und das hat man natürlich auch gemerkt. Das Line-up war bei beiden Orten nicht komplett. Und es war so ein Vorgeplänkel für am Samstag. Und jetzt geht es los. Jetzt sind die 50 Runden durch. Ja, wir wussten, dass sie hart werden vorchecken und probieren, uns weh zu machen. Und so war es so. Und ich glaube, das Wichtigste für uns alle ist, dass wir verletzungsfrei aus dieser Partie kommen. Und das haben wir geschafft. Das ist jetzt Penaltyschiessen gegangen. Denn der erste Schütz für SC Bern ist der Beat Gerber. Hast du gesagt, du wolltest? Oder haben sie dich geschickt? Oder wie ist das gegangen? Nein, der Kari hat mich gefragt. Ich habe mich eigentlich ein bisschen geweigert. Ich habe noch nie eine Penalty geschossen. Als ich seit ich Profi bin, 18 Jahre, und jetzt im 1000. Spiel hat es so wollen, dass ich können oder dürfen schiessen, und leider hat es nicht geklappt. Ja, wir schauen den Treffer nochmal in Wiederholung. Was ist in der Vorgang? Was war die Überlegung? Ja, da mache ich im Training noch viel. Voll oben links probieren, aber vielleicht hinten drin hätte ich so antäuschen und weiterziehen und dann zwischen den Beinen legen. Aber ja, die Emotionen waren schon ein bisschen da und ich bin mir halt nicht so gewohnt gewesen. Los geht's am Samstag mit den Playoffs. Kann man heute gleich noch schnell feiern, die 1000. Partie, oder ist jetzt schon voll Vorbereitung für die Playoffs? Ja, vielleicht ein bisschen, aber es ist natürlich schon auf Hinsicht von der Playoffs. Am Samstag geht's los und wir müssen jetzt voll fokussieren. Und, wir kennen unseren Gegner und wir wissen, was es braucht, und wir werden sicher parat sein. Was hast du für Gefühl, wenn du auf die Playoffs-Serie schaust gegen Genf, die am Samstag anfängt? Schon mehr gegen Genf eine Playoff-Serie gehabt. Es wird sicher eine intensive Serie geben und eine harte Serie. Und, wir dürfen uns nicht provozieren von ihnen. Und, das werden sie sicher probieren. Und wir müssen unser Spiel spielen, wie wir die ganze Saison mehr oder weniger gespielt haben. Tempo und Scheiben tief. Dann müssen wir die Verteidigung unter Druck setzen. Merci, Mann. Danke.